Fitness Freaks und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel Miriam's Fitness Empire. Ich hoffe, es geht euch allen super gut. Ich bin, vielleicht hört man es noch so ein bisschen, immer noch ziemlich erkältet. Arztfehler, falsches Antibiotikum, bla bla. Aber ich wollte dieses Video unbedingt heute für euch drehen, denn, heute kamen drei von diesen tollen Paketen an und ich weiß auch schon, was drin ist und ich wollte sie jetzt unbedingt direkt auspacken, allerdings wollte ich es natürlich vor euch machen bzw. mit euch und ja, es sind nämlich Produkte von Woman's Best, für die, mit denen kooperiere ich nämlich jetzt und ich freue mich riesig und bin super gespannt, was die mir alles Schönes haben zukommen lassen. Ja, wenn ihr Interesse habt, dann bleibt dran. Gut, okay, fangen wir mal mit dem ersten Paket von dreien an. Die fühlen sich alle schon ziemlich schwer an. Also kann ja nur was super Tolles drin sein. Oh Gott, ich bin so gespannt. Oh, was haben wir denn im ersten Päckchen? Plastik. Damit kann er nicht viel anfangen. Füllt den Magen auf jeden Fall, wenn er es isst. Also, was haben wir denn da schon? Ja, ach guck mal, so einen schicken Shaker. In meinen Lieblingsfarben, weiß, schwarz und pink. Ich war ja früher gar kein Pink-Fan aus irgendeinem Grund. Gut, mein Job momentan, ich arbeite ja nur mit Pink. Beim Sporty ist ja alles pink. Also Shaker ist schon mal sehr gut, in der perfekten Farbe. Ah, was haben wir da? Ah ja, ein 14-Tage-Detox-Tee. Das kann ich natürlich auch sehr gut gebrauchen. Das hier ist jetzt der Bedtime Cleans. Das ist sehr gut, den trinkt man vorm Schlafen gehen und ja, dann regeneriert der Körper sich sehr gut während der Nacht. Das kann ich gut gebrauchen. Was haben wir hier? Genau, nochmal das gleiche. Zwei Päckchen Zucker. Und oh mein Gott, jetzt kommt das Allerbeste. Und zwar mein Woman's Best Enjoy the Difference Slim Body Shake. Wahnsinn, mein Eiweißpulver. Und ich muss sagen, ich habe mich natürlich damit im Vorfeld schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, das hier ist jetzt Cookies and Cream, ein absoluter Lieblingsgeschmack. Wenn mich jemand fragt, Cookies ist für mich beste. Und dieser Shake, bzw. dieses Pulver ist laktosefrei. Es ist praktisch auf Sojabasis und ich finde es perfekt. Für Leute, die halt viele Nahrungsmittelallergien haben, ist sowas hier halt perfekt. Das ist halt wirklich für jeden sehr gut bekömmlich. Also, oh mein Gott, ich freue mich total. Okay, gucken wir mal weiter. Zweites Paket. Ja, gleiche. Nochmal schön das Eiweißpulver, allerdings mit Vanillegeschmack diesmal. Oh mein Gott, Vanille-Cookies, ich werde verrückt. Ich bin so gespannt. Der Shake, ich habe mich mal im Voraus natürlich wie immer informiert, hat 15 Gramm Kohlenhydrate auf, was haben wir denn hier? Genau, pro Portion mit Wasser. Also es ist auf jeden Fall ein Shake, mit dem ihr auch unter anderem Mahlzeiten ersetzen könnt, wenn ihr das möchtet. Da halt doch ja, ausreichend an Kohlenhydraten auf jeden Fall den Körper dann versorgt. Gerade auch für Nahentraining optimal. Wir brauchen nach dem Training natürlich auch einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten. Perfekt zum Genießen für nach dem Training. Okay. Tee. Diesmal allerdings der Daytime Detox Tee, das heißt für den Tag. Ich denke mal, ihr könnt alle gut Englisch sprechen, besser als ich wahrscheinlich. Wunder. Pech Nummer 3. 3. Oh. Ah, perfekt, ich sehe es schon. Und zwar, was haben wir denn hier? Ja, Woman's Best, die Fatburner. Optimal natürlich, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt gerne, sagen wir zum Sommer hin, noch ein bisschen Fett verbrennen, ein bisschen intensiver. Generell klar, Fatburner, muss ich euch dazu sagen, wenn ihr nichts macht, dann bringen die auch nichts. Also Fatburner bringen nur was wirklich in Verbindung mit Sport, mit der richtigen Ernährung und natürlich, ja, wie gesagt, mit Bewegung. Ansonsten gibt es leider den Mythos, den häufig die Leute haben, ja, ich nehme doch Fatburner, aber ich nehme irgendwie nicht ab. Ja,
ist ja auch klar, ohne Bewegung geht natürlich nichts. Euer Stoffwechsel wird natürlich angekurbelt und das geht natürlich ohne Bewegung nicht. Aber da, wie gesagt, komme ich auf jeden Fall auch noch zu. Sehr schön. Ja, da haben wir sogar gleich zwei. Ah, und noch eine dritte Geschmacksrichtung. Schoko. Ich werde verrückt. Ich muss es gleich unbedingt direkt ausprobieren. Ich habe jetzt schon riesen Hunger. Und ich kann sagen, es wird auf jeden Fall sehr gut schmecken. Und natürlich ein weiterer Shaker. Ja, das war's schon. Auch wie süß. Ein kleines Kärtchen. Was haben wir hier Schönes? Ein Gutschein, ein Woman's Best Gutschein, und zwar, jetzt muss ich mal gucken, im Wert von 10 Euro, kann ich euch mal hier gerne zeigen, da steht nämlich ein Gutscheincode drunter. Ich habe mir nämlich gerade vorgenommen, dass ich euch den gleich noch verlosen werde, und wer Interesse hat, der bleibt dran, denn ich werde dann gleich noch sagen, wie ihr den gewinnen könnt. So, das war's dann auch schon von meinem Video. Ich wollte es unbedingt heute für euch drehen, auch wenn ich echt nicht fit bin. Aber ja, die Pakete kamen heute an und ich konnte es einfach nicht mehr abwarten, sie auszupacken. Und ich wollte sie unbedingt mit euch zusammen auspacken. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel. jetzt wollte ich natürlich noch den Gutschein verlosen, den 10-Euro-Gutschein für die Women's Best-Seite. Ja, wie könnt ihr diesen Gutschein gewinnen? Und zwar einfach, indem ihr meinen Instagram-Account abonniert und meinen YouTube-Channel abonniert und mir in die Kommentare schreibt, warum ihr gerne den Gutschein gewinnen möchtet. Und ja, der beste Kommentar oder der Kommentar, den ich am schönsten finde, der gewinnt diesen wunderbaren 10-Euro pinken Gutschein. Vielleicht auch ein Kerl, mal sehen. Also, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Und ja, ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer ihr gerade macht. Falls ihr das Video noch über Fasching seht, ich wünsche euch schönes Fasching, falls ihr das feiert, ich nicht. Ich bin kein Karnevalsfan, aber falls ihr Karnevalsfans seid, Hillau und Allah, viel Spaß.